currency, precious commodity. Spend it reverently. Ich weiß genau, was ihr euch jetzt wieder fragt. Ihr fragt euch, wo zur Hölle ist der Alex denn jetzt schon wieder gelandet? Zhang Jia Ye. Habe ich lange geübt, bis ich das hingekriegt habe. Ich zeige euch mal, wo der Kater das ist, damit ihr versteht, wo ich gerade bin. Und bekannt ist euch diese ganze Szenerie, die ihr noch nicht gesehen habt, aber vielleicht sehen werdet, wahrscheinlich aus dem Film Avatar. Denn diese Szenerie hat den Anstoß gegeben oder die Inspiration zum Film Avatar. Und es wurde auch hier gedreht teilweise. Sieht richtig geil aus. Ich spanne euch schon wieder so auf die Folter, ne? Wie gemein. Na dann, weiter hoch, dann seht ihr das auch. Na, wer von euch würde sich lieber in so einer Sänfte hochtragen lassen, als zu laufen? Ich nicht. Kommt nicht in die Tüte. Obwohl man sich dann schon wie so ein Kaiser fühlen würde, oder? Vielleicht doch. Ein Berg ist nur ein guter Berg, wenn er ihn selbst bestiegen hat. Das hat schon Weltreise mit Alex damals gesagt. Traveling down mountain roads, never knowing just how far it'll go. Taking in all that we see. Wir haben es ja bald geschafft. Wir sind bald oben und dann seid ihr dran. Noch ein paar Klugscheißer-Fakten zum Park fällig. Also, der Park ist natürlich erst durch den Film Avatar so richtig, richtig bekannt geworden. Ist aber einer der ersten Nationalparks gewesen in ganz China. Das heißt, die wunderschöne Natur wurde schon früher entdeckt. Der Park ist offen zwischen 7 und 18 Uhr. Das heißt, man hat eigentlich Probleme, einen Sonnenaufgang und Untergang zu sehen, denn irgendwie sind alle Hotels bzw. so Homestays aus dem kompletten Park auf mysteriöse Weise innerhalb der letzten 2 Jahre verschwunden. Gerüchte besagen, dass hier irgendwo ein riesen Restaurant gebaut wird, aber bestätigen kann ich das nicht. Allerdings gibt es wirklich keine Möglichkeit mehr im Park zu schlafen, man wird nachts rausgeschmissen. Was ein bisschen schade ist für die Leute, die Sonnenaufgang und Sonnenuntergang fotografieren wollen, aber tja, wisst ihr's. Und damit die letzten Fakten zum Nationalpark. 228 Yuan kostet das Ganze. Ich blende euch da unten wieder ein, wie viel das Ganze in Euros ist. Und ja, wo bleibt man am besten, also wo übernachtet man am besten? Entweder in Zhang Jia Ye direkt, das ist ungefähr 40 Minuten, ne? Und dann muss man einen Bus nehmen, einen Touribus, der einen zum Parkeingang führt. Oder Möglichkeit B, in Wuling Yuan, ich zeige euch das auch mal wieder auf der Karte, denn dort ist man direkt an einem der Eingänge des Parks. Da übernachte ich auch, das Hostel empfehle ich euch diesmal aber nicht, weil es ist kacke. Gut, und jetzt ist es endlich Zeit, jetzt geht's los. Wir schauen uns jetzt endlich den Park an, denn der sieht hammer, hammer geil aus. Viel Spaß dabei. Los geht's. Kaputt? Scheiß Teil. Out of my chest, ah, ah.
Wenn das mal nicht ein paar richtig, richtig geile Aufnahmen waren. Ja, ich würde vorschlagen, ich zeige dir jetzt nochmal ein bisschen die andere Seite von dem Park. Nämlich, das war jetzt ja die schöne, die wir gesehen haben. Aber es gibt noch eine andere Seite, die ich dir gerne zeigen möchte. Ich würde aber vorschlagen, du lässt erstmal ein Like da. Denn ich glaube, das sah ziemlich, ziemlich cool aus. Und ich habe Zeit. Ich warte. Einfach kurz minimieren und dann auf den Daumen drücken. Okay, gut. Okay. Dann jetzt der krasse Scheiß hinter der ganzen Geschichte. Also China und Tourismus ist ja immer ein Massentourismus. Und alles ist auf Massentourismus ausgerichtet. Individuelle Sachen werden selten in irgendeiner Art und Weise belohnt. Deswegen, als ich jetzt die ganze Zeit gelaufen bin, war es auch so, ich habe meinen eigenen Pfad genommen. Ich bin raufgelaufen auf den Berg und das war alles kein Problem. Da war überhaupt keiner. Aber sobald man an den Punkt kommt, wo die Busse oder die Gondeln stoppen, ist der Kommerz da. Und das Krasseste, was ich in einem Nationalpark noch nie gesehen habe, ist ein McDonald's. Das kann dann nicht. Das ist irgendwie so wieder meine Realität. Ich gehe in einen wunderschönen Nationalpark, um die Natur anzuschauen, und ich baue einen McDonald's daneben. Ist das krank? Irgendwie ist das schon heftig. Ja, hier durch den Park fahren verschiedene Tourbusse, die einen von quasi Spot A zu Spot B bringen. Also es ist nicht so, dass man quasi reingeht und dann den ganzen Tag laufen kann, sondern es gibt immer Busse, die einen von A nach B bringen. Weil, wie gesagt, so individuelle Pfade ist eigentlich gar nicht so gewünscht. Jo, zeige ich euch. Dann seht ihr auch nochmal die andere Seite. Quasi so ein richtiges Behind the Scenes zu dem Video, was ihr gerade gesehen habt. Ciao. Kurzer Eindruck noch dazu, wie weird das Ganze hier ist. Ich bin jetzt nur ein paar Meter gelaufen in Richtung der Bushaltestelle. Und ja, hier ist eine Shoppingmeile aufgebaut. Der Hammer. Also
verhungern wird man hier nicht. Auf keinen Fall. Es riecht ganz eklig. Ich glaube, die machen hier wieder Eingeweide. Oh. Ja, und auf jedem Stop von der Route, von den Bussen, stehen quasi so Einweiser. Und denen zeigt man einfach die Karte, wo auf Englisch und Chinesisch das Ganze draufsteht. Die sagen einem dann die Busnummer, in die man sich setzen muss. Und der Bus fährt dann dorthin, beziehungsweise hält an den Stationen. Und so kommt man dann durch den Park von den verschiedenen Spots zu den verschiedenen Spots. Durchlaufen alleine würde nicht funktionieren, weil das einfach zu groß ist und man ja im Park nicht schlafen kann. Also, keine Ahnung, 17, 18 Stunden laufen, ja, macht halt keinen Sinn. Ja, noch ein bisschen mehr behind the scenes. Ihr habt ja gesehen, was da das ganze Dorf abgerissen wurde. Und ja, der Grund dafür ist, dass man hier alles renoviert. Ob die Leute wohl freiwillig gegangen sind, ich habe da so meine leisen Zweifel. Was in China unglaublich wichtig zu sein scheint, ist immer abseits, nicht abseits der Wege, aber abseits der Touristenpfade zu gehen. Ich habe gerade hier so einen kleinen Mini-Trail entdeckt. Und ich habe schon durch die Büsche durchgesehen, was für ein Hammer-Ausblick hier dahinter steckt. Und es ist nirgendwo angeschrieben. Ich musste so halb durch so ein Haus durchgehen, was irgendwie ein bisschen weird war. Ich blende euch das mal ein. Also normalerweise geht man da lang, weil sieht auch so aus, so ungefähr wie ein Weg. Aber man muss hinter mir lang. Da runter die Treppen, da am Haus lang und da quasi immer weiter hinten und dann kommt man irgendwann da hinten auf so eine Plattform. Und da von da aus sieht man alles. Und übrigens verstehe ich langsam, warum man das Ganze abreisen möchte, wenn ihr euch das mal anschaut. Das sieht alle übelst dreckig aus. Ja, und jetzt bin ich hier an dem Punkt angekommen, wo kein anderer ist und man hat den perfekten Blick auf den Beilong Elevator. Der höchste Lift irgendwie der Welt, glaube ich. Und also Outdoor-Lift und ihr habt den schon in dem filmischen Teil gesehen. Aber ja, wieder nochmal ganz für mich alleine. Wie geil, das ist der perfekte Spot. Genial. Und hier ist kein Mensch. Voll geil. Da hinten irgendwie, auf der anderen Seite, da ist so ein kleiner Shop, da war ich vorn. Das ist das, wo der normale Weg hingeführt hat. Und ja, hier hat mich jetzt mein Weg hingeführt. Geil auch. So, nachdem der filmische Teil ja vorbei ist, kann ich ja noch ein bisschen klugscheißern. Und zwar, das Ganze hier hinter mir war eigentlich alles mal ein Plateau. Und das ist aber ausgewaschen durch Flüsse, Wind und so weiter und so fort. Denn es ist ja alles ganz sandiges, poröses Gestein. Und nur diese Steinpfeiler, Pfeiler ist ein gutes Wort dafür, nur auf Englisch war wieder Pillar. Naja, die haben es dann quasi überlebt und die wurden ringsherum ausgewaschen. Und deswegen sieht diese Landschaft hier so unglaublich krass geil aus. Ja, hinter mir ist auch sogar noch ein KFC. Also hier gibt es wirklich jeden Scheiß, der das Kommerzherz begehrt. Sehr lustig eigentlich in einem Land, in einem kommunistischen Land wie China. So, jetzt müssen wir... Verdammt, jetzt bin ich hier am Busstopp und muss erst mal suchen, wo ich überhaupt hin muss. Auch dieses Schmankerl möchte ich euch nicht vorenthalten. Habt ihr mal Bock auf Ecstasy? Dann gehen wir mal zu den Ecstasy-Terrassen, oder? Super witzig, muss ich euch mal zeigen. Hier wird ja oftmals Mundschutz in den Städten getragen, was ich auch sehr sinnvoll finde, bei dem ganzen Smog und so weiter. Aber hier in dem Nationalpark, wo es am allerschönsten ist, überhaupt beste Luftqualität, selbst da wird der Mundschutz getragen. What? Ebenfalls ein gutes Behind the Scenes, natürlich überall und an jeder möglichen Verbindung gibt es Touren und es werden Fotos gemacht, tausende Fotos. Und es werden Fotos verkauft. Und das ist eigentlich das Allerschlimmste, dass die sogar teilweise Fake-Fotos verkaufen oder dich vor so einem Bluescreen stellen und dann rein photoshoppen in die richtigen Wetterbedingungen, damit das so richtig schön mit Wolken und so ist. Einfach so goldig. Und mit goldig meine ich komplett irre. Und mit komplett irre meine ich, nicht böse sein, ich weiß, es ist ein kulturelles Ding.
Keine Ahnung, wo ich jetzt hier reingeraten bin. Wohlgemerkt, Dienstag, verregnetes November. What the fuck? Ich denke mal, ihr habt das gerade gesehen. Also, die Leute geben Geld an irgendjemanden und dann klettert so ein Typ die Wand rauf und runter. Spider-Man oder was? Das habe ich auch verstanden, warum die Leute so crazy gehen. Ich bin da vorne über diese Brücke drüber und alle Menschen waren da irgendwie so, ja, und ich dachte so, ja, was ist denn? Aber da ist ja wirklich ein Loch drin. Das habe ich gar nicht gesehen. Das sieht schon ziemlich, ziemlich geil aus. Das war auch eine der Sachen, die bei Avatar da mit dem Film drin sind. Ich kann mich nicht mehr ganz genau an den Film erinnern. Aber anscheinend ist das einer der Punkte. Denn, ihr seht wieder, aber jetzt wird's voll. So, ehrliches Fazit zu diesem Aufzug. Könnt ihr euch sparen, wenn ihr es irgendwie vermeiden könnt. Sieht viel schöner aus von oben. Damit fahren, in ungefähr 3 Sekunden sieht man was. Und der Rest ist schwarz. Also auf keinen Fall anstehen dafür. Lieber runterlaufen. Wenn man Zeit hat. Ja, wenn ihr keine Zeit habt, trotzdem nicht laufen. Ja, und wo ist der richtige Ort zum Übernachten in Zhangjiajie? Ja, und wo ist der richtige Ort zum Übernachten in Zhangjiajie? So, nachdem der filmische Teil jetzt vorbei ist, kann ich ja auch noch ein klein paar... So, nachdem der Klugscheißer... bitte geht gar nichts. Berg ist nur ein guter Berg, wenn man ihn selber bestiegen hat. Das hat schon Alexander damals gesagt.